Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Weinmal 1, Ihrer Weinstube aus Bodenheim. Gude! Gude! Wer seid ihr denn? Wir sind das unverpackte Rhein-Hessen-Team. Und woher kommt ihr? Hier aus Bodenheim und aus Dahlheim. Wie alt seid ihr denn? Ich bin 59. 44? Auch 44. Und wo ist euer Lieblingsplatz in Rhein-Hessen? In der Pariser Straße 96 in Niederalm. Was ist denn euer Lebensmotto? Geht nicht, gibt's nicht. Wasser vor dem Kochen erhitzen mit Wasserkocher oder nicht? Ah, das kommt drauf an, ob es schnell gehen muss oder man etwas Zeit hat. Und wenn man Energie sparen möchte, natürlich mit Wasserkocher. Wenn ihr Essen bestellt, Lieferando oder lieber anrufen? Selber kochen, achso. Da vorbeifahren, wo man mit seinem eigenen Geschirr die Sachen abholen kann. Ja. Eis im Becher oder in der Waffel? In der Waffel. Waffel. Kann man das Alter eines Marienkäfers anhand seiner Punkte erkennen? Sonja, kann man das Alter? Das, ja! Mythos. Nein. Was macht ihr denn beruflich? Also aktuell stehen wir ganz oft im Laden vor und hinter der Theke. Aber ich bin zum Beispiel Diplompädagogin. Ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Nachhaltigkeitsbank. Okay. Ich habe ein Kosmetik-, Nagel- und Fußpflegestudio. Und nebenbei macht ihr? Unverpackt Rhein-Hessen. Genau, darüber reden wir jetzt. Genau. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Was genau ist denn Unverpackt Rhein-Hessen? Unverpackt Rhein-Hessen ist ein Abenteuer, was wir zu dritt vor etwas über einem Jahr angefangen haben. Und zwar geht es darum, dass wir in einem Laden und jetzt seit kurzem auch mit einem Mobil den Leuten anbieten, ohne Verpackung einzukaufen. Das ist ein großer Beitrag zum Thema Umweltschutz, ne, Thema plastikfrei leben und auch zum Thema gesunde Ernährung, weil wir relativ viele Bio- und ansonsten regionale Sachen im Angebot haben, aber eben auch viele Sachen des täglichen Bedarfs von Kosmetika und Hygiene. Und eben alles ohne unnötige Verpackung. Wo genau kann man euch denn antreffen? Also der Laden ist in Niederolm in der Pariser Straße 96 und mit dem Mobil sind wir auf ganz vielen Märkten in Rheinhessen unterwegs. Ja, also wo wir mit unserem Mobil sind, findet man auf unserer Internetseite unverpackt-rheinhessen.de, weil wir im Moment noch so ein bisschen variieren, was die Standorte anbelangt. Es kommen noch immer neue Märkte dazu und deshalb am besten auf unsere Internetseite nachschauen, wo wir aktuell sind. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Laden gegründet habt und warum ausgerechnet in Niederolm? Wir haben uns kennengelernt eigentlich ganz exakt durch unseren Bürgermeister hier in Bodenheim. Ja, wir waren beide Parteien interessiert an diesem Thema und haben die Unterstützung der Gemeinde erfragt und der Bürgermeister hat eigentlich den Kontakt zwischen uns vermittelt. So haben wir uns kennengelernt. Und in Boden haben wir mal leider nichts gefunden, was gepasst hat, weil es doch einige Anforderungen gab von LKW anfahrbar, Parkplätze, Größe, Lager und Co. Und dann haben wir in Niederolm was gefunden und das hat perfekt gepasst. Und da sind wir auch ganz froh, dass wir das jetzt machen konnten. Ja, hat fast ein Jahr gedauert, bis wir die Fläche dann hatten, um loslegen zu können. Ihr habt ja eben erzählt, dass ihr viel auf Märkten unterwegs seid. Gibt es denn da genau die gleichen Produkte wie im Laden oder habt ihr da andere Produkte? Ja, also im Laden haben wir jetzt mittlerweile weit über 1000 Produkte, die sich so im Laufe des Jahres vermehrt haben. Und im Wagen haben wir circa 300 Produkte, wobei da auch ein Großteil Non-Food ist. Und das sind die Produkte, die im Laden so die Bestseller sind sozusagen, die gängigsten. Aber auch alles, was wir im Laden haben, Nudeln, Reis, Linsen, vor allen Dingen auch Trockenfrüchte und viele Süßigkeiten, gibt's auch bei uns im Wagen. Und man kann aber auch bestellen, also vorbestellen. Das heißt, die Leute können uns eine E-Mail schreiben, können uns aber auch direkt vor Ort Gefäße mitgeben. Wir befüllen die dann und sie können sie dann wieder abholen. Und ganz lustig ist jetzt auch, die Leute geben uns an Stelle X ihre Sachen ab und holen sie an einer anderen Stelle dann wieder ab im Laufe der Woche, weil sie gerade zufällig dann dort vor Ort sind. Also Möglichkeiten gibt es da genügend. Musik.
Warum sollte man denn eurer Meinung nach bei euch einkaufen? Bei uns kann man sich richtig überraschen lassen. Wir haben tolle Kaffeesorten, angefangen vom Kaffee über die Trockenfrüchte, Reis, Nudeln. Ganz tolle Ideen zum Kochen haben wir, tolle Nüsse, Körner, Saaten, Müslis. Bei uns kann man wieder schmecken, riechen, hören, sehen. Hinzu kommt, man kann bedarfsgerecht einkaufen, man verschwendet nicht so viele Lebensmittel. Und ja, man kann auch einfach mal probieren. Man muss nicht gleich die Katze im Sack kaufen. Passt mir das Waschmittel, der Geschirrspüler? Man kann es testen, ja. Also es ist ein komplett anderes Einkaufsgefühl, ja. Und das führt halt auch dazu, dass man nicht nur einen Beitrag für die Umwelt leistet, weil man eben, so wie Gabi gerade sagte, beispielsweise auch Lebensmittelverschwendung einfach vermeidet, sondern eben auch einfach komplett ohne Verpackung einkauft. Ne? Man bringt seine eigenen Sachen mit und füllt es ab. Und wenn man einmal richtig einkaufen war für eine Woche und danach mal guckt, was habe ich denn jetzt gerade alles in die Plastiktonne geschmissen, da wird es dem einen oder anderen echt schlecht. Und das sind dann oft Kunden, die dann zu uns kommen und sagen, ach, das ist so ein cooles Gefühl danach, ich stelle die schönen Gläser einfach in den Schrank, hab was davon und ich habe keinen Müll mehr. Und das Thema Müll ist auch ein ganz wichtiges, weil das Thema Plastik geht ja nicht nur in die Natur, es kommt ja auch zurück zu Menschen über Mikroplastik, über Nahrungsmittelketten, auch wieder zurück zu Menschen. Es gibt Studien, dass der Mensch mittlerweile weltweit im Schnitt 5 Gramm Plastik pro Woche zu sich nimmt. Das ist ungefähr eine Kreditkarte. Guten Appetit. Ja, daher über Lebensmittel, über direktes Umfeld, Luft und eben auch über Kosmetik beispielsweise. Und das sind alles Dinge, die man, wenn man bei uns im Laden einkauft, vermeiden kann. Macht es denn einen preislichen Unterschied bei euch einzukaufen im Gegensatz zum Supermarkt? Nein, also eher günstiger. Also wenn man die Sachen vergleicht, die es bei uns im Laden gibt, das ist halt keine Discounterware, sondern das sind hochwertige Lebensmittel. Und wenn man das mit anderen ähnlichen Produkten vergleicht, sind die Sachen teilweise sogar etwas günstiger, weil man sich bei uns eben die Verpackung spart. Das muss der Hersteller auch erstmal bezahlen, muss es verpacken und sogar schon im Vorfeld auch für die Entsorgung zahlen. Und das haben wir natürlich nicht. Und das, bei uns gibt es eben noch eine gute Beratung und ein nettes Gespräch dazu, kostenlos. Und das macht es eigentlich günstiger. Muss ich denn bei euch einen Behälter kaufen oder kann ich auch was Eigenes mitbringen? Man kann natürlich seine eigenen Behälter mitbringen. Also das ist ja eigentlich unser Ziel, unser Wunsch, dass die Kunden ihre Behälter mitbringen und da, wo sie es dann auch praktisch in den Schrank hineinstellen können, die Sachen einfüllen. Aber wir haben auch Behälter da zum Kaufen, weil es kommen auch viele Kunden einfach mal so in den Laden, um zu gucken. Und Kunden spenden uns aber auch ihre Gläser, die spülen wir dann bei uns nochmal durch und die sind dann sozusagen kostenlos. Das sind dann halt in der Regel kleinere Gläser mal zum Probieren. Also wenn niemand was da hat, kann auch einfach mal ein Gläschen mitnehmen. Also wer spontan was findet, der findet auch bei uns eine Möglichkeit, wie er es nach Hause bekommt. Ja. Getreu dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Ebenso ist es möglich, bei uns im Wagen sowohl als auch im Geschäft mit Karte zu bezahlen. Das wird auch sehr gerne angenommen von unseren Kunden. Ihr habt ja an dem Projekt der Kindersendung Pur Plus teilgenommen. Welche Erfahrungen konntet ihr dort sammeln? Ja, wir haben 4 Wochen lang versucht, dann ohne Plastik zu leben. Und das Ganze ist so abgelaufen, dass wir vorher und nachher auf Plastikbestandteile im Körper getestet worden sind. Insbesondere Weichmacher, die ja in ganz vielen Plastiken drin sind. Und die Erfahrung war beim Vorher-Test, alle 5 von uns hatten alle 7 Weichmacher im Körper und zwar teilweise in ziemlich hohen Mengen. Und da wir eigentlich vorher auch schon nachhaltig versucht haben, wenigstens zu leben, hat uns das doch ziemlich erschreckt. Und dann haben wir mit einem Experten einmal unser Haus auf links gedreht, insbesondere die Küche und die Speisekammer. Ja, und mit so guten Ergebnissen haben wir uns dann gedacht, dann machen wir doch gerade weiter und haben halt verschiedene Dinge auch nicht sklavisch wirklich alles umgesetzt, aber doch viele kleine Schritte und das hat doch ein gutes Ergebnis gebracht. Und eine Sache, die wir weitergemacht haben, war eben in einem Unverpacktladen in Mainz einzukaufen. Und dann haben wir uns irgendwann mal hier beim Einkaufen angeguckt, als man wieder aus einem großen Discounter raus ist und dachte, boah, das ist alles in Plastik. Eigentlich müsste man doch hier einen Unverpacktladen aufmachen. Und das war erst so ein spontaner Gedanke und aus dem spontanen Gedanken wurden konkretere Gedanken. Dann haben wir Gabi kennengelernt, die den Gedanken schon viel länger sehr konkret hatte. Und das gab dem Ganzen so nochmal Energie und dann haben wir gesagt, jetzt lass es uns doch probieren. Und so ist das Ganze entstanden. Was glaubt ihr denn, was muss sich verändern, um den Plastikmüll extrem zu verändern? Das gesamte Einkaufsverhalten sollte sich ändern. Ja, die Leute müssen einfach ein bisschen
mehr planen, mit kleinen Schritten anfangen zu beginnen. Das geht damit los, dass meine Spüli-Flasche zum Beispiel leer ist und die ist eigentlich eine Einwegflasche, was absoluter Schwachsinn ist, weil die kann noch so viel ihren Dienst erfüllen. Zu uns in den Unverpacktladen oder in andere Unverpacktläden gehen und bedarfsgerecht sich wieder Spüli auffüllen. Und das ist zum Beispiel ein kleiner Schritt von ganz vielen. Man muss damit beginnen. Und wenn die Nachfrage einfach groß genug ist, dann greifen das auch die Großen auf. Und wenn das dann irgendwann mal konsequent umgesetzt ist, dann braucht es vielleicht tatsächlich irgendwann uns Kleinen nicht mehr, weil es dann überall so ist. Weil das einfach total selbstverständlich ist, dass ich nicht irgendwelche, selbst kleinste Portionen in Plastik eingepackt und verschweißt einfach mitnehme. Also eigentlich so, wie das früher mal war. Also es ging ja mal. Wir haben ja früher haben wir so eingekauft und es war auch in Ordnung. Und wir müssen eigentlich wieder, naja, eigentlich würde man sagen, es ist wieder ein Schritt zurück. Aber nein, es ist wieder ein Schritt nach vorne, weil das sollte eigentlich die Zukunft sein. Für uns, für die Umwelt, für unsere Kinder, für die Zukunft. Also es muss was passieren. Ich denke, das dürfte eigentlich vielen klar sein. Allerdings benötigen wir auch ein bisschen die Unterstützung von der Politik. Das ist ganz wichtig, dass wir da einfach eine große Plattform haben. Wir alleine, das ist wirklich, es ist anstrengend auch. Genau, Pionierarbeit.